So, der steht bestimmt auf. Nein, okay. Oh nein, wieder so ein Rätsel, ne? Hast du sowas? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Okay. Da haben wir also wieder unsere drei Probleme. Ich muss erstmal zur Küste. Oh Mann. Ich hätte wirklich, wie hier so durchmarodiert ist. Wenn ich den hier rausziehe, dann ist wahrscheinlich Polen offen. Wunderschön. Uncool. Muss man hier Legen machen? Sie wahrscheinlich zum was rein? Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. So, jetzt habe ich den Stick. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo muss ich damit hin? Komme ich damit hier rein? Tatsache. Der lebt noch, ne? Dafür ist die Knarre natürlich ideal. Halt One-Shot, ne? Dass die abgekeucht hat, sonst hätte ich das nämlich nicht geschnallt. Aha! Jeder kennt den undurchdringbaren Leichensack. Oh, wir haben sämtliche Munition schon verschossen zum Nachladen. Gehen wir erstmal nach oben. Na, Freunde. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrte Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffen-Synthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert.
In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine hohe Mutation entwickelt, die sich mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten, wer es ihr nicht sagt. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed. Ich habe dir im Discord mal ein Video geschickt, zieh das mal rein, dann treffen wir uns mal und labern drüber. Ist noch wegen YouTube? Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Komm. Kein Bock, jetzt direkt zurückzulaufen. Aber wahrscheinlich wäre es ratsam, wa? Come on! Kann die Munition nicht aufnehmen, obwohl ich nachladen müsste, ne? Mir geht's nicht weiter. Technischer Leiter, ich komme nicht weiter. Auch schon mal besser geschossen. Wann hier, wo die immer hergefallen kommen? Nichts. Ja, nun. Können uns erstmal schnell die Pistolenmunition. Ich habe übrigens Dying Light aus meiner Playlist rausgenommen, ne? Wie du gesagt hattest, wegen YouTube jetzt. Bin mal gespannt, was jetzt wieder dazu kommt. Hier liegt auch noch was, Mensch. Versandbestätigung. Fracht Nemesis. Versandroute CDK JFKRC. Also nach Raccoon City. Haben das eingeflogen, das Vieh? 1. September 98. Versandkategorie Gefahrengut Klasse 1. Weitere Anmerkungen. Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Ladung extreme Vorsicht walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Ach geil. Wir hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon drauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesen neuesten Prototypen zu hören und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zur Testzwecke zuzusenden. Es wurde zahlreichen Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leitendentwickler Dr. Hermann Frank. Ja, bevor mich einer anscheißt, ist es gar nicht so blöd, wenn es auf dem Index gelandet ist, also... Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen.
Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvans-Proben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Ja, immerhin einer mit, ne, mit einem Gewissen. Säuregranaten. Geht der hin, der letzte Slot? Ahnst das nicht, warum bin ich nur so ein Messi? Halt aufpassen, dass ich nicht mit einmal Heilung in den Endbosskampf stürze. Oh oh. Ah ja. Okay. Ich vergesse immer den Sidestep, ne? Auch immer nicht umfallen. Fünf Millionen Schuss in die Rübe. Hat ihn gar nicht interessiert. Aber die Sub gerade aktuell. Die Frage ist, was passiert, wenn ich die Stromversorgung wieder einschalte? Die Tür hinter mir geht auf. Frage ist, warum hat er die Stromversorgung rausgezogen? Macht man ja sicherlich nicht ohne Grund, oder? Hier will ich unbedingt durchlaufen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier wieder irgendeine Synthesebild da finde, komme ich trotzdem nicht weiter. Nehme schon mal die Shotgun raus. Kann nicht kombinieren, schade. Man muss immer sicher gehen. Aus dem Weg. Oh ja. Ah ja. Du wirst mich doch wohl verarschen. Hätte ich auch gleich die Knarre nehmen können, ne? Ach! Alter. Die Minengranaten sind ja mal sowas von beschissen. Ja, mal nicht so rum, Kollege, während ich hier mein Ding jetzt nachlade. War noch mehr Überraschungen hier drin, oder?
Frag für einen Freund. Komm an. War jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee, ne? So, da haben wir das nächste. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankl, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein führbar beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrannen einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren? Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesen Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf ihre Rede in Form im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Barth, PhD. Ja nun, ich natürlich die Taschen voller Shit. Sprengstoff A und B hat Wasser gegeben. A und B, Brandgranaten, explosive Granaten, 2x A. Was ist das? Hier. Brandgranaten kann ich halt auch nicht mehr stacken, ne? That's the point. Muss erstmal zurück. Ziemlich weiter Weg, ne? Ist halt immer lustig, wenn man hier ständig hin und her latschen muss. Lustig. Was hatten wir hier drin? A oder B? B. Ach, steht ja auch da. Er gibt kombiniert mit Sprengstoff A Brandgranaten. So, wünsche eine gute Nacht. Bis dann. Schön mit Ö. Danke, Tracy. Dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Ich werde auch gleich Feier machen. Vorausgesetzt. Schafft das hier mal durchzuspielen. Theoretisch kann ich auch schon mal die erste Probe einlegen. Dann habe ich nochmal einen Slot frei. Warte mal. Das war oben, ne? Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt.
Oh, es fehlt wohl ein Schritt. Cool.